So, liebe Freunde, wir haben uns von Wernigerode verabschiedet und fahren jetzt auf den nächsten Stellplatz im Harz. Lasst euch überraschen. Wernigerode habt ihr ja gesehen. Wir wünschen euch viel Spaß beim nächsten Film auf dem nächsten Platz. Bis dahin, bis gleich. Ciao. Also wir laufen jetzt vom Stellplatz über die Staumauer der Straße entlang. Kleiner Hinweis, mit den Hunden können wir nicht über die Hängebrücke gehen. Mit kleinen Hunden zumindest, weil das so ein Riffelgitter ist. Die Hängebrücke ist einseitig begehbar, also einmal über die Staumauer und über die Hängebrücke zurück. Sehen wir die Staumauer, so, und das Oberbecken ist genau hier hinter uns. 900 Meter haben wir jetzt zurückgelegt vom Stellplatz, immer der Straße entlang. Rechts von uns haben wir hier die Staumauer, den Stausee. Staumauer von der anderen Seite. Wunderschönstes Wetter. Die Straße sind wir gekommen hier von hier oben. So, hier haben wir die Hängebrücke. Und da hängt innen dran eine Gondel. Da kann man sich ranhängen. Das sind die Seile. Die Staumauer nach unten. So sieht jetzt die Staumauer aus. Und hier oben drüber die Hängebrücke. Wie hoch die Hängebrücke ist, können wir jetzt erstmal noch nicht sagen. Also schaut aus, als hat zurzeit keiner hier den Mut, sich jetzt hier über die Talsperre schweben zu lassen. Wir schauen uns das an. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Staumauer angekommen. Hier geht ein Tunnel durch und hier geht es hoch zur Brücke. Die Rabotetalsperre, gebaut 1959. Ja, das macht natürlich Gaudi im Tunnel, ne? Die Staumauer, mal von der anderen Seite, wo wir rübergelaufen sind. Am Zugang zur Hängebrücke, im Hintergrund die Staumauer und der Stausee. Hier oben haben wir noch einen Aussichtsturm, einen großen und einen kleinen links davon. Dann haben wir hier einen großen Kinderspielplatz und einen Imbiss stehen. Einmal Ticket kostet ein Erwachsener 6 Euro. Wir machen 2, so 12. So 6 Euro kostet das für die Brücke. So, ich muss jetzt mal hier gegen die Sonne filmen, denn hier haben wir das. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Die werden rangehängt an die Seile, ob ich mal, ob man das sehen kann. Und dann geht es hier komplett über die Staumauer drüber. So, jetzt geht's los.
458 Meter steht hier dran, ist die Hängebrücke. Ist doch super. Ja? So. Also die Brücke schaukelt schon ganz schön, merkt man. Ne? Also wer Höhenangst hat, ist das nichts, definitiv nicht. Denn, ich zeig's mal, wir können auch runterfilmen. Höhe habe ich jetzt nicht so genau. Aber kriegt man bestimmt raus. Aber die Brücke schwankt. Dass die Brücke schwankt, genau. Die Staumauer jetzt mal von der anderen Seite. Und hier die runter ins Tal. Die muss ich auch festhalten, Rainer. Also jetzt haben wir noch zwei dran, jetzt können wir das Ganze nochmal hier. Und jetzt geht's los. Guck mal. Oh, das geht weit. Komplett über die komplette Talsperre. Bis rüber. Wahnsinn. Und die fliegen immer noch. Ich weiß nicht, ob man sie noch sehen kann. Die fliegen immer noch. Keine Ahnung. Die fliegen immer noch. Die fliegen immer noch. Die fliegen immer noch. Die fliegen immer noch. Wahnsinn. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind wir hier an der Gondel, an der Zwischenstation. Ich denke mal, das ist genau die Mitte. Aber ich weiß jetzt nicht, was hier ist. Kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ist das nicht das gewesen mit dem Skyfliegen. Das haben wir ja gesehen gerade. In der Mitte der Gondel haben wir hier Bungee Jumping. Haben wir gerade in Erfahrung gebracht. Wir wissen aber jetzt nicht, wie hoch. Es ist auf jeden Fall ziemlich hoch. Also wir sind jetzt hier in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Brücke wackelt. Die Brücke wackelt ganz schön. In sich ist aber nicht so schlimm. Die ist ganz schön verzurrt. Wir sehen es jetzt hier mal ins Tal. Wir filmen mal runter ins Tal. Hier haben wir die Frauen. Chantal ist ganz mutig. Chantal ist super, super mutig. Läuft mit. Läuft mit über die. Hast du schon mal angehalten, Chantal, mal nach unten geguckt? Nein. Also wir haben hier auf der Brücke verschiedene Schilder. Zum Beispiel stand die jetzt hier. Deutschlands höchste Talsperre ist das, die Rabote-Talsperre. Wir haben es bald geschafft mit der Brücke. Wie gesagt, die ist Einbahnstraße, man kann nur in eine Richtung laufen. Wenn man halt, muss man über die Staumauer wieder hier zurücklaufen. Aber das ist kein Problem. Wir laufen ja jetzt in Richtung Stellplatz wieder. Hier haben wir mal ein paar Werte stehen. In Betriebnahme 1967. So, gestaut wird hier die Bode. Das ist der Fluss. Einzugsgebiet ist ca. 309 Quadratkilometer. Jahresausfluss 158 Millionen Kubikmeter. Wir sind bei der Staumauer 351 Meter über Null. Die größte Wassertiefe 33 Meter. Höhe über Grundsohle sind wir hier bei 43 Meter. Kronenlänge, also die Staumauer, die wir jetzt hier im Hintergrund haben, ist 230 Meter. Die Kronenbreite 7 Meter. So, und Bauwerksvolumen, wen das interessiert, 115.000 Kubikmeter. Ich denke mal,
Beton wird das sein, ne? So, die Talsperre ist nur ein einziges Mal übergelaufen. Das war 1994 beim Hochwasser. Über 450 Meter. Ist schon ein gigantisches Erlebnis. Auch von der Höhe her kann man jedem empfehlen. So, wir sind jetzt drüben. Hier die Brücke in gesamter Länge. Sonntag, der 26. Februar 2022. Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Wir melden uns hier von dem Stellplatz im Harz an der größten Hängebrücke Europas. Angrenzend ist hier ein Camping- und Stellplatz. Und den Stellplatz zeigen wir euch mal mit ein paar Einzelheiten. Wir stehen so. So sind wir eingefahren auf dem Stellplatz. Hier haben wir einen Parkplatz vorliegend. Am Automat kann man dann hier lösen, wenn man hier mit dem PKW stehen möchte. Und hier haben wir dann im Hintergrund den Stell- und Campingplatz. Wo wir den Platz genutzt haben, war der noch zu mit solchen Steinen. Wir haben uns dann angemeldet. Der Stellplatz ist, wie ihr sehen könnt, hier geschottert mit Rasengittersteinen, parzelliert, geht auch weit hinter, inklusive Ver- und Entsorgung. Also im Preis ist dann inklusive Wasser, Frischwasserbetankung und Abwasser- und Toilettenentsorgung. Hier haben wir Rasengittersteine, man sollte sich auch so stellen, dass man jetzt hier auf den Rasengitterstein steht, ist klar. Daneben hat man schöne Rasenflächen. Hier vorne haben wir das Geschotterte gesehen. In der Mitte haben wir eine Kanalisation. So, wir stehen jetzt so bei herrlichstem Wetter. Rainer und Mary stehen vorwärts, genießen die Sonne. Das ist ein Reiterhof. Und hier haben wir Stellplätze, einmal hier links von uns, Stellplätze für Wohnanhänger, Zelte, also alles Mögliche, ist ein Campingplatz. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, ausgeschrieben ist er als Stellplatz. Der Betreiber sagt aber zu mir, dass sie auch eine reine Campingplatz-Konzession haben. Auf jeden Fall ist hier richtig viel was los. Man hat hier im Hintergrund Spielmöglichkeiten für Kinder und hier hinten haben wir Tiere. Hier haben wir noch mal eine riesengroße Fläche. Ich zeig's mal. Hier nochmals eine riesengroße Fläche für Zelte, Wohnmobile, Wohnanhänger. Steht man wunderschön, das ist nochmal separat eingezäumt. Zu den Preisen, zum Stellplatz komme ich dann nochmal im Detail, weil das ist sehr, sehr umfangreich. Man hat hier Duschmöglichkeiten, Ver- und Entsorgung, Wassermöglichkeiten zum Betanken, zum Grauwasserentsorgung, Toilettenentsorgung, also alles Mögliche. An den Plätzen haben wir hier Wasser, sehen wir jetzt hier, das sind die Stromsäulen und die werden vom Platzwart aufgeschlossen und dann wird man angeschlossen. Wir haben uns mal zurückgezogen ins Wohnmobil, wir machen jetzt mal die Preise, weil das ein bisschen umfangreich ist. Wie gesagt, ausgeschildert und in den Apps ist der als Wohnmobilstellplatz, es ist aber ein Stellplatz
oder beziehungsweise einen Campingplatz. Wir bezahlen pro Wohnmobil 8 Euro die Nacht. Hinzu kommen hier noch 5 Euro pro erwachsene Person ab 14 Jahre. Dann verlangt die fürs Kind 2,50 Euro die Nacht und dann noch pro Hund 2 Euro die Nacht. Das ist natürlich ein stattlicher Preis. Die Strompauschale beträgt hier 3 Euro die Nacht bzw. den Tag, aber jedoch inklusive nur 5 Kilowattstunden. Jede Kilowattstunde, die wir über diese 5 drüber sind, bezahlen wir pro Kilowattstunde 60 Cent. Alles in allem bezahlen wir hier für 24 Stunden, nicht mal 24 Stunden stehen, denn es geht bis 10 Uhr. Die Abreise ist hier bis 10 Uhr. Das steht auch hier auf dem Zettel hinten drauf. Sollte bis 10 Uhr erfolgt sein. Sonst wird hier nochmal eine extra Gebühr erhoben. Haben wir hier bezahlt 29,50 Euro für nicht mal 24 Stunden stehen mit dem Wohnmobil. Für einen Stellplatz absolut extrem zu teuer, zu überzogen. Er hat es uns auch gesagt, warum. Hunde 2 Euro war früher umsonst. Wegen Hundekot auf dem Platz kann man nachvollziehen, wenn der Stellplatzbetreiber hier über den Platz laufen muss und einen Hundekot aufsammeln muss. Duschen und Toiletten sind im Preis inklusive. Habe ich dem Stellplatzbetreiber gesagt, kann man eigentlich rausrechnen für die, die es nicht brauchen, denn Frischwasser ist auch inklusive und die Entleerung der Toilette und Abwasser ist auch inklusive. So, also haben wir hier einen kompletten Campingplatz da gebucht, könnte man eigentlich rausrechnen. Es ist offen, man kann hier auch rein, man hat hier, man hat es gesehen, gleich den Parkplatz angrenzend, somit entwickelt sich hier nicht das übliche Campingplatz-Feeling, wo man jetzt hier abgetrennt steht. Also ist es für uns ein reiner Stellplatz, preislich komplett überzogen. Das, was wir in den letzten Tagen so an Stellplatzpreisen hatten, war entsprechend moderat gewesen. Ja, das ganz kurz einmal hier zu den Preisen, zu diesem Wohnmobilstellplatz, in Anführungsstrichen Campingplatz hier an der Rabotetalsperre. Wir werden es auf jeden Fall nochmal mit einblenden, die Karte, die Lage etc., wen es jetzt interessiert. Alles zu dem Stellplatz an der größten bzw. längsten Hängebrücke Europas und eine mit der größten Talsperren Deutschlands. Essen im Wohnmobil. Viola macht schön Essen. Da gibt es heute Rosmarinkartoffeln in, was ist das? Kokos? Kokosöl. Rosmarinkartoffeln in Kokosöl. Und dann kommen die ganzen Kartoffeln im Backofen mit Hähnchenkeulen. Das kennen doch die meisten schon, die mit auf dem Treffen waren. Ja, auf dem Treffen waren. Wie lecker das schmeckt. Schmeckt lecker? Wie lecker das schmeckt, wissen doch die schon viele, die mit auf dem Treffen waren. Die auf dem Treffen waren, die wissen das, ja. So. Kokos und Artidöse, Pfeffer rein und Salz. Unser Gewürzschrank. Also draußen haben wir jetzt mal 2,8 Grad Außentemperatur, 24,5 Grad Innentemperatur. Schön kuschelig warm. Fußbodenheizung ist auch an. Ich stehe gerade so gut. Schaut her, Viola macht das.